Nein, es ist zu heiß noch. Ihr wisst doch, was passiert, wenn ich unterzuckert bin. Wir wissen aber auch, was passiert, wenn du überzuckert bist, mein Süßer. Nein. Weil das Schicksal jetzt gerade so nett und gemütlich zusammengeführt hat und wir uns auch alle so wohlfühlen, möchte ich gerne ein paar Worte sagen. Die Bank hat Lena ihr Häuschen weggenommen. Und wir möchten es der Bank wieder wegnehmen. Wenn jeder Bewohner Lena 50 Euro leiht... 50 Euro? Ja, doch. Dann hätten wir ein... Ich habe mir doch gleich gedacht, dass die Kekse nicht umsonst sind. Der Film ist sehr lustig. Aber der Film hat eine... Oder das Buch hat eine ernste Absicht. Und das sage ich jetzt einfach als alter Mensch. Nämlich die, sich im Alter nicht fallen zu lassen. Also nicht zu Hause zu hucken, nur fernzuhucken oder im Altersheim zu sitzen. Und ich kenne ja Altersheime. Mein Schwiegervater ist 104 geworden. Also ich kenne Altersheime. Meine Eltern waren im Altersheim. Da sitzen die Leute da, tun nichts mehr, haben keine Initiative mehr, keine Energie, keine Ideen, reden nicht miteinander, unternehmen nichts mehr und sind nach allerkürzester Zeit verblödet. Und ich glaube, dass das auch seine Absicht ist, zu zeigen, dass man auch mit 75 oder 80 noch Unternehmungen starten kann, die der Körper und die Physis natürlich also zulassen. Und dass dadurch ein Prozess der Aktivität und damit der Verjüngung oder des Lebens wieder ein, dass man wieder ein bisschen Freude am Leben gewinnt, weil man, was auch immer man, das ist wurscht. Das hier ist ja nun alles ein bisschen kriminell, aber es ist insofern nicht kriminell, weil die, gegen die diese alte Gang da angeht, ja noch krimineller sind. Der alte, debile Herr Schneider und seine neue Freundin planen eine Fahrradtour. Das wird den Herrn Piretti sicher sehr interessieren. Sag ich mal, was haben Sie denn da? Was, wo? Na da, was haben Sie? Was ist? Da. Au! Die kriegen Sie wieder, wenn Sie sich anständig benehmen. Sie geben der armen Frau sofort ihre Zähne zurück. Ja. Das mache ich nicht. Die hätte man ja schon viel früher wegnehmen sollen. Die war bei der Stasi. Wieso klopfe ich überhaupt? Was machen Sie hier? Bisschen Spaß. Ja, er ist ein Arsch. Das ist völlig klar. Eine Negativfigur, die ich eigentlich gerne spiele. Nur diesmal für mich ganz ungewohnt in dieser Tracht hier. Ich glaube, das ist die erste Rolle, wo ich überhaupt einen Anzug anhab. Fällt mir mal gerade ein. Ne? Normalerweise so einen dreckigen Hausmeisterkittel oder mal so blöde Pudelmütze auf. Zerfleddert und assig und immerhin, auch wenn das hier ein bisschen in Richtung Berlusconi geht, die Tracht, würde ich mal sagen, ist mal was Neues. Das Pflegeheim von Piretti ist eines, in dem man wahrscheinlich nicht wünscht, seinen Lebensabend zu verbringen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen runtergekommen und man merkt, dass man mit den alten Leuten eben ziemlich liederlich umgeht. Nicht, dass ihnen was Böses passiert, aber sie werden eigentlich so abgestellt. Und das hat mich erinnert daran, dass ich wirklich mal im Pflegeheim gearbeitet habe. Da war ich noch 19 oder 20 und ich muss sagen, ich war wirklich geschockt über das, was da gelaufen ist. Und mit welcher Kälte die Leute auch behandelt wurden. Oder mit welcher gespielten Wärme nur. Darf ich Ihnen etwas Obst reichen? Bitte. Ja. Gut, okay, lass uns es noch einmal probieren. Gerne. Linke. Gegessen. Mein lieber Schulli. Herr Schlunz, nehmen Sie den Apfel aus dem Mund und gehen Sie wieder rein. Sie versauen ja alles. Jetzt. Oh.
Ja. Ich hab... Komm her. Hier. Was? Ja, komm. Und schon wieder geht es besser. Ich finde das so total rührend. Ich finde sowas total schön, so zu sehen. Also, ich finde es traumhaft. Also, dass man mit seinem eigenen Vater dreht, dass es diese ganzen schön spielerischen Rivalitäten auch gibt, dass der Sohn plötzlich der Chef ist und sagt, wo es lang geht. Und der Vater dann schon auch manchmal so in sich rein grummelt. Aber es läuft alles sehr auf einer sehr liebevollen, respektvollen Art zusammen. Dann sind ja noch andere Familienmitglieder von Leander am Set tätig. Das finde ich total schön. Das habe ich so auch noch nie erlebt, so was Familiäres. Und ich glaube, das tut Leander auch wahnsinnig gut und wirkt sich auch positiv auf die Qualität deines Films aus. Jetzt wird euch das Lachen vergehen. Jetzt mein Grundstück! Bitte? Das deutsche Publikum liebt Komödien. Da gibt's, also nicht umsonst sind das die erfolgreichsten Filme in diesem Land. Und zwar egal, ob sie national oder international sind. Die Schauspieler in Deutschland und auch die Macher in Deutschland haben natürlich Angst davor, weil es die Königsklasse ist. Es ist wahnsinnig schwierig. Und sie können grandios scheitern. Grandios scheitern. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Komödie, ein Joke und keiner lacht. Wenn Sie sich Dinosaurier anschauen werden, wird Sie eine Vielzahl von unterschiedlichen Gefühlen erwarten an allererster Stelle. Es ist eine romantische Komödie. Das heißt, man wird einen großen Satz Gefühl abkriegen. Und das Ganze nicht nur in Bezug auf eine Liebesgeschichte, sondern auch Gefühl im Sinne von, was Leben bedeutet, wie lebensfroh Menschen sein können, wie gerne sie für das kämpfen, was ihnen wichtig ist. Das wird ein großer Punkt sein. Der zweite Punkt wird sein, dass man eine große Garde an hervorragenden Schauspielern, die man so in der Form noch nicht zusammen gesehen hat, sehen wird. Und der dritte Punkt wird sein, dass man, das kann ich versichern, sich köstlich amüsieren wird, weil er wirklich sehr, sehr komisch ist. Johann Schneider. Verlassen Sie mein Bett und nehmen Sie Ihren Krückstock mit, der sich in meinen Rücken bohrt. Das ist kein Krückstock. Oh!